Hallöchen, hier ist wieder der Alex von Metography. Im heutigen Video habe ich wieder ein kleines Making-of zu einem Bild vorbereitet, das schon vor einer ganzen Weile entstanden ist. Und zwar habe ich vor knapp 2 Monaten ungefähr einen Livestream gehabt, wo man so über 4 Stunden hinweg ungefähr die Bearbeitung dieses Bildes live mitverfolgen konnte. Und da das Ganze natürlich ein bisschen lang ist, habe ich jetzt, wo ich das Bild fertig gemacht habe, das Ganze für euch in einem Zeitraffer-Video nochmal zusammengefasst. Facebook ließ mich leider die HD-Version von diesem Video nicht runterladen, daher ist die Bildqualität ein bisschen vermindert, aber ich erzähle euch natürlich noch das ein oder andere, was ich da gemacht habe in dem Video, und von daher denke ich, geht das in Ordnung. Ich wünsche euch viel Spaß! So, da sind wir auch schon zurück in Photoshop. Bei mir fing es damit an, dass ich zuerst mal eine kleine RAW-Entwicklung gemacht habe. Das ging relativ schnell. Ich habe mir dafür hin und wieder mal so ein paar Presets abgespeichert, von denen ich mir dann halt eins aussuche, was ich passend empfinde. Und dann ging es auch schon los, dass ich angefangen habe, die kleinen Fehler im Bild zu beseitigen. Das seht ihr jetzt hier auf der Schulter, auf der Wange, am Hals. Einfach mit dem Bereichskorrekturpinsel rübergegangen in der neuen Ebene. Alles nochmal bereinigt, Farben korrigiert, wenn Farbfehler und so weiter aufgetaucht sind. An der Stirn jetzt hier die paar von den kleinen Pupsen weggemacht. Ich habe nicht alles weggemacht, weil ich möchte ja auch, dass diese raue Oberfläche halt noch erhalten bleibt und dass so ein bisschen Lebendigkeit dabei ist. Aber ich beseitige natürlich auch so Sachen, die mir unschön erscheinen. An den Füßen waren es jetzt gerade zum Beispiel, hat die Farbe an den Füßen noch so ein bisschen gefehlt, weil man kann ja unten die Fußsohlen schlecht bemalen, wenn die Dame da sich jetzt noch bewegt da drauf. Ne? Hier habe ich jetzt die Farben auf ihr nochmal angepasst, weil der Grünton auf dem Oberkörper hat nicht mehr so ganz dem entsprochen, was sie als Grünton im Gesicht hat. Das war auch nicht so ganz einfach, weil man muss einige Farben hin und wieder auch mal ein bisschen miteinander mischen, also Grüntöne, Gelbtöne und so. Hier habe ich das Bild gespiegelt, das ist immer eine wunderbare Sache, sollte man immer mal wieder machen, einfach damit man sieht, wo eventuell noch Fehler im Bild sind, weil das Auge gewöhnt sich auch sehr schnell daran, was man einfach im Bild sieht. Und das Spiegeln hilft einem dabei, diese Angewöhnung dann quasi wieder zu unterbrechen. Hier habe ich das... diesen Armreif nochmal korrigiert, weil der saß etwas eng an der Haut. Dann ging es ans Verflüssigen, also auch die Bereiche in ihrer Figur wieder ein bisschen in Form gezuppelt, die Haare, die Beine, den Rücken noch ein bisschen in Form gemacht, weil es ist immer sehr schön, wenn man darauf achtet, dass gewisse Formen und Proportionen halt auch nochmal nachgebessert werden. Hier habe ich jetzt die Augen eingefügt, das ging relativ easy, einfach eine Iris-Textur besorgt, an der entsprechenden Stelle eingefügt, grün eingefärbt und ja, das war's dann schon. Ja, genau das, was ich gerade auch schon gesagt hatte, ne? Also die Hauttextur oder die Hautfarbe besser gesagt immer nach und nach halt angepasst, also weil das ist ja nicht nur ein Grün, da sind halt noch Blautöne drin, Gelbtöne mit drin und überall habe ich halt geguckt, dass das wieder passt. Das war jetzt gerade ein bisschen Dodge and Burn. Ah, hier nochmal die Iris angepasst, außenrum das Auge nochmal sauber, die Farbe nachgezeichnet, die auf der Haut aufgemalt war. Und dann ging es auch schon an den Hintergrund. Ich habe mir dazu einfach bei der Google-Suche einen entsprechenden Wald rausgesucht und habe dann nach und nach halt angefangen, diesen als eine Art Vorlage zu benutzen, um da mir meinen eigenen Hintergrund quasi wie bei einem Puzzle langsam Stück für Stück zusammenzufügen. Als Artist zum Beispiel, der viel Konzeptart und so weiter macht, die sind das gewohnt, die haben immer recht große Texturdatenbanken, wo sie halt einfach irgendwelche Sachen halt fotografiert haben, Häuser, Wälder, was auch immer. Und man benutzt halt solche Texturen im Hintergrund, um sich einfach mal so eine gewisse Grundfläche, Patina, wie auch immer, erstmal zu erzeugen, auf der man dann Stück für Stück halt weiterhin arbeiten kann. So erhält das Bild eine gewisse Grundstruktur, eine gewisse Farbigkeit, aus der man immer wieder schöpfen kann. Und das ist halt sehr, 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 sehr praktisch, weil man spart sich halt eine Menge Arbeit, weil man muss auch nicht alles von Hand malen oder von Hand zeichnen, hat immer die entsprechenden Farbwerte zur Hand, die man gerade braucht, weil man sie sich dann einfach wieder aus dem Bild rausklaut. Ne? Ja, und so ging das halt Stück für Stück weiter. Ich habe jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, einen Baumstamm eingefügt.
die Ränder ein bisschen abgedunkelt. Hier male ich jetzt gerade die Schatten ein, weil der Lichtkegel kommt ja von oben. Das heißt, sie muss halt auch auf die Umgebung, in der sie sitzt, einen Schatten werfen, der sich dann an den Baumstamm und auf den Boden hinter ihr bricht. Jetzt füge ich im Hintergrund ein paar Zweige, Blätter und so weiter ein. Auch hier alles relativ rough und grob noch. Natürlich farblich und von der perspektivischen Unschärfe her alles schon soweit einigermaßen angepasst. Aber man arbeitet sich auch hier halt Stück für Stück vor. Ne? Kleine Felsen hinzufügen, auch das wieder farblich angepasst, entsprechend die Sättigung immer ein bisschen rausgenommen und Details wieder ein bisschen rausgenommen, damit das halt wirklich auch einen schönen Schärfeverlauf nach hinten gibt. Und das ist halt auch immer so ein Grund, warum ich sage, hier muss man sich bei Texturen, ob man da rechtliche Probleme oder so kriegt, keine großartige Sorge machen, weil bei diesen Bildern, ihr seht selbst, bleibt vom Original nicht mehr wirklich viel übrig. Das dient einfach wirklich nur dazu, um eine, ja, nach und nach eine Struktur in sein Bild zu kriegen. Hier ist jetzt der Boden dran, auch wieder mit einer perspektivischen Verzerrung angepasst, dass das halt auch von der Perspektive her stimmt. Hier hat sie einen kleinen Stein jetzt nochmal unter die Hand bekommen, weil sie da, wo sie gerade sitzt, die Handfläche nicht ganz aufgelegt hatte. Und ja, das musste man halt ausgleichen, so dass sie jetzt auch wieder Halt findet. Jetzt bin ich hergegangen und habe ein paar Blätter eingefügt. Ich war mir in dem Moment noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt bei dem Untergrund gerne haben möchte. Möchte ich da irgendwie Moos haben? Möchte ich da Blätter haben? Ein kleines Nest? Und so habe ich mich halt auch langsam Stück für Stück halt vorgetastet. Die Idee mit der Blume kam mir eigentlich in dem Moment, wo ich diese Handhaltung von ihr halt auch hatte. Da wusste ich dann schon, okay, ich möchte gern, dass sie halt so ein irgendwas soll so aus der Hand so rauskommen. Irgendwie Energie, Pulver, irgendwas Magisches halt, ne? Und da dachte ich mir so, okay, sie ist eh so ein Waldwesen, also warum kann sie nicht einfach irgendwie gerade so eine Blume wachsen lassen? Halt mit ihren Fähigkeiten, dass sie halt so eine Art Waldelf ist, der dafür sorgt, dass halt immer wieder neue Pflanzen wachsen und so. Ihr habt da gerade mal gesehen, diese Blume, die habe ich jetzt nicht mit Verflüssigen oder so verformt, sondern mit dem Polygon-Werkzeug von Photoshop. Das ist auch etwas, was man relativ selten benutzt. Ich finde es für solche Sachen sehr schön, weil dieses Polygon-Werkzeug sorgt halt dafür, dass man an gewissen Schnittpunkten, dass man gewisse Schnittpunkte setzen kann und an denen das komplette Teil, also jetzt in diesem Fall diese Blume, halt wunderbar schön verbiegen kann. Und das geht halt mit ein paar Klicks relativ easy. Sollte man öfter mal benutzen und nicht immer nur verflüssigen. Ja. Weiter geht's halt, ne? Also ihr seht selber, es wird immer dichter, immer mehr. Vordergrund, Hintergrund, ja, auch hier die Pflanzen wieder abgedunkelt, damit das halt reinpasst. Und so arbeitet man sich halt wirklich Schritt für Schritt vor. Jetzt kommt nochmal der richtige Vordergrund, ne? Also weil man sagt ja immer, ein gutes Bild besteht aus einem Vordergrund, einem Mittelgrund und einem Hintergrund. Weil dadurch bekommt ein Bild eine sehr schöne Tiefe, ja. Und so sollte es eigentlich sein. Dann ging es halt weiter, dass ich halt angefangen habe, nochmal Licht und Schatten anzupassen. Das ist etwas, was häufig vergessen wird, dass halt auch Sachen korrekt irgendwie mit Licht und Schatten halt wieder in der Szene, also dass Licht und Schatten in der Szene halt stimmen müssen. Weil ansonsten sieht es halt komisch aus, wenn man das nicht macht. Gerade Composing-Geschichten, da muss einfach Licht und Schatten stimmen. Wenn man das nicht macht, dann hat man da meistens schon verloren. Und jedem fällt das dann auf. Hier habe ich jetzt gerade noch mal ein paar Pflanzen in den Vordergrund eingefügt, um weitere kleine Störer im Bild zu haben. Würde man vor Ort zum Beispiel machen, indem man sich ein paar Zweige vor die Kamera hält. Und jetzt versuche ich mit der Nick Collection einen kleinen Farblook über das Bild noch mal drüber zu legen. Das geht damit relativ schnell und easy und man kann viele Sachen halt ausprobieren, so halt hier auch. Ich klicke mich durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten durch und versuche, ob ich etwas finde, um die Farben in meinem Bild noch etwas weiter aufzubessern. Hat aber alles nicht so ganz gepasst, deswegen bin ich bei den ursprünglichen Farben dann letztendlich doch geblieben. Hier nochmal ein weiterer Versuch, das irgendwie etwas farblich anzupassen, aber unterm Strich hat es mir, glaube ich, so, wie es davor gewesen ist, eigentlich noch am besten gefallen. Ich glaube, ich habe das, was jetzt hierbei rausgekommen ist, entweder seien es die Farben gewesen oder halt diese Leuchtstärke, dieser Glow-Effekt, der da mit beikam,
Den habe ich, glaube ich, zum Schluss dann quasi übernommen. Jetzt habe ich angefangen oder fange ich an, einen leichten Lichtkegel noch einzufügen ins Bild, genauso wie halt diesen Feen- oder Elfenstaub, der ihr da so aus der Hand rieselt und die Blüte quasi zum Wachsen bringt. Der sollte natürlich auch ein bisschen Leuchtkraft besitzen, einfach damit man ihn auch besser sieht und damit das Magische noch unterstrichen wird. Ich habe auch in die Pflanze selbst dann gleich noch so ein paar leuchtende Adern eingefügt. Einfach damit ein bisschen mehr Lebendigkeit halt drin ist und ein bisschen was im Bild passiert. Ich habe das nachher auch wieder ein bisschen abgeschwächt. Ja, also stark einzeichnen und danach halt alles wieder ausmaskieren und abschwächen, so bis es letztendlich passt. Dann habe ich mir ein paar Pupse noch reingemalt, hier so ein paar Glitzerfeen, Staubkörner, wie auch immer. Die haben mir aber tatsächlich irgendwann nicht mehr so gefallen, weil ich fand es dann wieder einen Ticken zu viel, deswegen habe ich alles wieder ein bisschen abgeschwächt. Das passiert halt immer wieder mal. Man versucht eine Sache und probiert es halt aus, und wenn es einem nicht gefällt, dann macht man es wieder weg und versucht eine neue Sache, ob die dann besser passt. Und so ist es hier halt auch. Erst viele Pupse reingemacht, danach wieder ein bisschen weniger und letztendlich dann dennoch wieder komplett wieder rausgenommen. Genau das gleiche mit dem Nebel im Vordergrund. Bringt das was, bringt das nix? Ist es zu viel, ist es zu wenig? Ja, auch hier wieder geschaut, ob ich in den Farben noch etwas optimieren kann. Genau, und jetzt kommt nochmal der Lichtkegel. Nochmal ein schönerer. Die Dynamik im Bild auch nochmal ein bisschen unterstützt. Und auch dafür sorgt, dass der Kopf von ihr im Vergleich zum Hintergrund schön freigestellt wird. Ja, das war das Ausgangsbild gewesen. So war die erste Variante. Und das ist jetzt das finale Ergebnis, das ich vor ein paar Tagen fertig gemacht habe. Da kam jetzt nochmal ein kleiner Wasserfall und ein paar Regentropfen dazu. Das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.